Möchtet ihr auch gerne eure Freunde reinlegen, aber wisst nicht genau wie? Dann schaut euch dieses Video an und sucht euch die besten Streiche raus. Ihr werdet diesen Lippenstift kaum auf eure Lippen auftragen können. Er radiert nämlich. Nehmt als erstes einen leeren Lippenstiftbehälter und einen roten Radiergummi zur Hand. Formt es mit einem Handwerksmesser, um einen Lippenstift nachzuahmen. Dann reiben wir es gegen Papier, um die Kanten zu glätten. Schneidet den Überschuss ab und legt es in die Röhre. Meine Freundin möchte meinen neuen Lippenstift ausprobieren. Ich zeig sie, wie es geht. Radiert damit, es wird keine roten Spuren hinterlassen. Aha, meine Freundin malt ein Hüpfspiel mit Kreide. Ich sollte ihr lieber süße Kreide geben. Nehmt die Farbkreide aus der Schachtel. Dann wickeln wir Kaustreifen aus dem Papier und passen es so an, dass sie die gleiche Länge wie die Kreide haben. Ersetzt jetzt die Kreide mit den Süßigkeiten und legt sie in die Schachtel. Ich gebe meiner Freundin eine neue Farbe und fange an, auf einem anderen zu kauen. Ich beobachte gern meine Freundin, wenn ich sie reinlege. Zuerst sieht sie erstaunt aus, aber dann wagt sie auch abzubeißen. Möchtet ihr neue coole Streichideen sehen? Abonniert unseren neuen Kanal Toom Toom Select. Seht den Link dazu in der Beschreibung. Es ist so warm und da bekommt man schnell Durst. Hier ist eine Packung Saft. Aber wer weiß, was drin ist? Wir brauchen eine Packung Saft und eine Spritze. Faltet die Öffnung und zieht mit der Spritze den gesamten Saft heraus. Ersetzt ihn mit Tomatensaft. Befestigt dann die Stelle mit doppelseitigem Klebeband. Meine Freundin möchte einen Fruchtsaft. Hier bitte. Na, schmeckt es nicht? Ih, Tomatensaft. Also damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Das kriegst du irgendwann zurück. Die Kappe, die nicht vom Stift entfernt werden kann, ist eine neue, coole Idee. Wir brauchen einen Kugelschreiber, der nicht mehr schreibt. Jetzt wickeln wir ein Stück doppelseitiges Klebeband um die Oberseite. Aber davor erst die Kappe entfernen, setzt sie dann wieder rauf. Meine Freundin braucht dringend einen Stift. Ich gebe ihr meinen. Na, er lässt sich einfach nicht öffnen. Ich habe nämlich eine Schere, die sich nicht öffnet. Befestigt doppelseitiges Klebeband an eines der Klingen. Zieht die Schutzabdeckung ab und schließt dann die Schere. Achtet darauf, das überschüssige Klebeband zu entfernen. Meine Freundin versucht, die Schere zu benutzen. Hoppla, sie geht nicht. Okay, dann nehme ich eben deine. Benötigt ihr Tesafilm, um euer Papier damit zu kleben? Hier meinen speziellen. Wickelt die Tesafilmrolle auf. Dann tragen wir klaren Nagellack auf die Klebeseite auf. Lasst das Ende frei. Dann wickelt das Band wieder zu. Hä? Der Tesafilm haftet nicht an Papier, sondern an meinen Händen. Meine Freundin braucht dringend eine Haarspange. Ein Clown-Clip könnte helfen und ich habe einen. Brecht dabei die Clown mit einer Zange ab. Meine Freundin versucht, ihr Haar mit dem Clip zu befestigen. Tja, vergeblich. Es wird nicht klappen. Sie hat mal wieder ihr Notizbuch vergessen. Ich kann ihr mein Spezielles geben. Lasst uns beginnen. Befestigt alle Seiten mit einem Klebestift. Meine Freundin versucht, das Notizbuch zu öffnen. Durch die klebrigen Ränder kann man keine Notizen machen. Okay, ich habe Bleistifte, die nicht zeichnen. Nehmt ein paar Bleistifte aus der Packung und schneidet die Spitzen ab. Dann legt sie wieder zurück in die Packung. Meine Freundin nimmt einen Stift. Oh, hat da jemand dran geknabbert? Sie wird mit diesen Stiften kaum zeichnen können. Sie wird sicherlich einen Anspitzer brauchen. Ich habe einen speziellen. Seht zu! Öffnet als erstes einen Anspitzer, löst die Schraube und entfernt dann die Klinge. Meine Freundin versteht nicht, warum der Bleistift nicht anspitzt. Jetzt wird sie langsam ungeduldig.
und wütend. Okay, es ist nur ein Trick. Keine Sorge, ich gebe dir mein. Ein Radiergummi, der nichts radiert? Schaut zu und seid gespannt. Beklebt den Radiergummi und glättet die Kanten. Tja, damit wird sie garantiert nichts wegradieren können. Spricht eure Freundin zu viel? Verwirre sie mit einem Klebestift und Lippenbalsam. Seid gespannt. Wir brauchen den Klebestift und der Lippenbalsam. Wir entfernen als erstes Balsam aus dem Behälter und dann den Klebestift aus dem anderen Behälter. Dann schneiden wir den Überschuss ab und legen den Kleber in den Balsambehälter rein. Vergesst nicht, den Kleberbehälter zu reinigen. Dann legt dort den Balsam hinein. Meine Freundin nimmt den Lippenbalsam. Ich versuche, sie aufzuhalten, aber sie hört nicht. Tja, jetzt sind ihre Lippen verklebt. Das wird ihr eine Lehre sein. Das nächste Mal wird sie mir bestimmt zuhören. Dann nehme ich den Klebestift und trage ihn auf meine Lippen auf. Ein Klebestift? Tja, langweilig. Lasst uns doch daraus etwas Süßes machen. Entfernt als erstes Klebereste und reinigt den Behälter. Anschließend den Aufstecker und setzt ihn dann wieder zurück. Jetzt mischen wir Gelatine und Zucker. Wir nehmen mehr Gelatine als sonst, um dickes Gelee zu bilden. Dann fügen wir heißes Wasser hinzu und verrühren es. Ab damit in die Röhre. Dann kommt die Röhre in den Kühlschrank zum Abkühlen. Das Gelee sieht genauso aus wie der echte Klebestift. Brauchst du einen Kleber? Ich schnappe mir den jedoch zuerst. Und meine Freundin kann nicht glauben, dass ich einen Kleber esse. Aber als sie weiß, aus was es besteht, will sie auch probieren. Und sie findet ihn auch total lecker. Ich habe auch einen Kleber. Es wird jedoch schwierig sein, ihn zu benutzen. Nehmt als erstes die Kappe ab. Bedeckt den Hals mit Plastikfolie. Setzt die Kappe wieder auf und schneidet den Überschuss ab. Meine Freundin versucht wieder, ihr Papier zu kleben. Aber es kommt nichts heraus. Aber warum? Hausaufgaben machen hungrig und der Apfel wäre genau das Richtige. Aber aufgepasst, er hat eine versteckte Füllung. Durchtrennt einen Apfel und entfernt den mittleren Teil. Hüllt es aus und legt dann eine Kiwi hinein. Macht dasselbe mit der anderen Hälfte. Dieser Apfel hat ein Geheimnis und der Geruch ist einzigartig. Ich habe Knete und Wasserfarben und alles ist durcheinander. Mal sehen, ob meine Freundin herausfindet, welches welches ist. Wir brauchen Wasserfarben und Play-Doh-Knete. Nehmt die Knete raus und reinigt den Behälter. Dann ersetzt sie mit den Farben. Wir säubern dann die Wasserfarbbehälter. Legt die Knete hinein und drückt es gut an. Die Play-Doh-Wasserfarbe ist fertig. Braucht eure Freundin Play-Doh? Sie bekommt stattdessen rote Wasserfarben-Maniküre. Wenn ich nicht kneten kann, male ich eben. Was ist das? Ist die Farbe ausgetrocknet? Ach so, es ist die Knete, die ich benutzen wollte. Meine Freundin möchte mit meinen Wasserfarben malen. Mal sehen, ob sie es schafft. Ich trage klaren Nagellack auf die Farben auf. Die brandneuen Wasserfarben haben eine glänzende Oberfläche. Normalerweise kann ich mit einem nassen Pinsel damit zeichnen. Aber dieser glänzende Mantel scheint eine Art Schutzhülle zu sein. Hier, ich gebe dir eine andere Farbpalette. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um ihren Behälter. Nehmt einen Behälter und einen Plastikbecher zur Hand, gebt Heißkleber über den Becherrand und klebt es an den Innendeckel. Jetzt gießen wir Wasser in den Behälter. Setzt den Deckel wieder rauf. Der Pinsel wird nicht nass. Warum? Hey, was ist los? Der Behälter ist doch voll mit Wasser. Es ist definitiv nicht der richtige Tag fürs Zeichnen. Wir hoffen, dass euch dieses coole Video mit verschiedenen Streichen gefallen hat. Probiert essbaren Kleber aus, einen Lippenstift-Radiergummi und Süßigkeiten als Kreide, um eure Freunde reinzulegen. Abonniert und kommentiert, was ihr am besten fandet.
Drückt auf die Glocke, um die neuesten Videos zu sehen.